Witt, seid mir gegrüßt. Hallo. Ein wunderschön. Hallo. So, heute will ich euch mal die Notwendigkeit einer, oder ob man das notwendig braucht oder notwendig hat oder wie auch immer, sollte jeder selber entscheiden. Ich will bloß mal so einen kleinen Denkanstoß geben. Das ist ein sogenannter Vibrationsdämpfer oder Waschmaschinenmatte oder Unterlage oder wie auch immer man das nennen mag. Ich zeige euch heute mal mit und ohne. Na, und dann reden wir fix mal drüber, ob die Sinnhaftigkeit besteht, bestünde, wie auch immer man das auslegen mag und ob das sein muss. So, dazu gehen wir auf jeden Fall erstmal fix hier ins Programm schleudern. Ich zeige euch das jetzt mal. Beim Schleudern müssen wir, gehen wir beim Schleudern runter auf 800, weil je weniger Drehzahl wir haben, je mehr Vibration haben wir ja, ne? Je mehr Drehzahlen wir haben, je mehr wird das ja zentriert. Und wenn das zentriert wird, weil sich das schneller dreht, ist ja die Kraft des Kernes mehr in der Mitte. Ne? Und dadurch fängt das natürlich nicht so an zu rotieren und zu eiern. Ne? So, jetzt gehen wir mal auf Start und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier oben mal was draufstehen, damit man das so ein bisschen sieht, wie das aussieht. Ja, wie das aussehen kann, wenn das eiert und schleudert. Ich warte jetzt erstmal, der pumpt jetzt erstmal fix ab. Ich habe jetzt hier Wäsche reingemacht, die nass ist, um das Ganze mal zu veranschaulichen, wie das dann überhaupt aussieht. Ne? Ich drücke mal fix Pause und wir sehen uns gleich, wenn es anfängt mit Schleudern. Bis gleich. So, und da sind wir. Und da sehen wir schon, wie es anfängt mit Eiern. Ne? Die ganze Maschine ist komplett in Bewegung. Ne? Also, oh, und es tänzelt und tänzelt und tänzelt. Und jetzt kommt meine Frage, ist das gut? Achso, nicht, dass jemand die Frage hat, was das ist hier. Ne? Das ist nur dafür da, dass meine Frau hat ja so eine Konstruktion. Und die Waschmaschine drumherum. Und wenn das nicht da ist, dann könnte das sein, dass die quasi gegen den Metallraum kommt. Und dann haben wir hier, dann zappelt alles. Dann zappelt auch alles hier oben. Ne? So, gut. Also ihr seht, das ist richtig in Bewegung. Ne? Die tanzt, also was heißt die tanzt? Die bewegt sich richtig ordentlich und massiv. Und jetzt könnte man die Frage stellen, ist das gut oder nicht gut? Meine Antwort wäre, ohne dass ich jetzt irgendein Wissenschaftler bin oder das irgendwie gelernt habe oder was, ich würde behaupten, dass das nicht gut ist, weil die Maschine ja eine sogenannte Unwuchtfunktion hat. Das heißt, die versucht, das selber auszutarieren, wenn wenn irgendwas nicht ist, wenn jetzt zu viel Wäsche auf der einen Seite ist, als auf der anderen Seite, habt ihr eine Unwucht. Und die Maschine hört dann auf, die Wäsche fällt wieder runter und nimmt das dann wieder neu auf und fängt wieder neu an, um dem entgegenzuwirken. Ne? Jetzt habt ihr aber dieses Tanzen hier, was ihr hier, jetzt, man sitzt wieder so sehr, sehr, sehr schön, ja, man sitzt richtig gut. Jetzt kommt ihr aus der Unwucht nie raus. Ne? Ihr seht auch drinnen, ne? Wie drinnen das Bullauge wackelt und zappelt und was weiß ich nicht. Der kommt ja nie aus dem Rhythmus raus. Ne? Natürlich habt ihr kein Nebengeräusch mehr, weil ja die Akustik gedämpft wird. Aber für die Maschine, meiner Meinung nach, ist das völlig kontraproduktiv. Hier sieht man das schön. So, jetzt haben wir das ausführlich besprochen, vielleicht noch nicht ganz, aber jetzt haben wir auf jeden Fall mal drüber geredet und jetzt zeige ich euch das gleich nochmal, wenn die Matte hier unten weg ist. Ne? Also ihr seht es nochmal, vielleicht so im Ganzen. Ja, also es ist wirklich schön im Rotieren. Ne? Natürlich, Akustik, leise, gedämmt, einer der einen weichen Fußboden hat oder einer der einen weichen Fußboden hat, einer der einen Fußboden hat, der vielleicht aus Dielen, aus Holzdielen oder was weiß ich nicht ist. Dann ist das nicht schlecht, aber aus Beton oder irgendwas, das ist meiner Meinung nach völliger Quatsch. Ja. So, gut. Also das wandert durch. Ihr könntet nie was auf die Waschmaschine stellen, was unbeobachtet ist. Ne? Das wäre ja echt, oh mein Gott. Ne? Also jetzt geht es ruhig ab hier. Das ist schon echt enorm. Ne? Wenn ihr jetzt natürlich bei 1000 oder 4000, 4000, wenn ihr jetzt bei 1400 oder sowas Umdrehung seid, natürlich wird die Vibration langsamer, weil die zentraler wird. Ne? Das wird in der, genau in der Trommel wird es halt zentralisiert. Ne? Gut, geht los, wir sehen uns bis gleich.
So, da bin ich wieder. Die Matte ist weg. Ne? Und jetzt steht sie halt fest auf ihren eigenen Füßen, ne? Die ja auch gummiert sind mit, was weiß ich nie, 3 mm Gummi oder was. So, auf jeden Fall seht ihr das jetzt gleich mal. Die läuft jetzt gerade an. Wieder. 800, wenn man das sehen kann, ja. Also ist unverfälscht. Und hier oben, die Sachen sind auch wieder drauf und dann sehen wir jetzt gleich mal den Unterschied. Ne? Na, wenn es losgeht, geht's los. Ich dachte eigentlich, die fängt klar an. Dem scheint aber nicht ganz so. So, wer Informationen zu der Waschmaschine haben will, der kann sie auch gerne. Muss es einfach reinschreiben. So, und jetzt holt sie Schwung bis nur 800, aber das reicht auch zu, ne? Und dort liegt ja eigentlich die Kernkraft, ne? Und man sieht auch so schon, ne? Erstmal steht die viel fester, ist halt jetzt etwas lauter, ich weiß nicht, ob das im Video jetzt rüberkommt. Natürlich die Akustik nimmt zu. Aber das Visuelle, ne, das Erscheinungsbild, das ist definitiv anders. Ne? Also hier bewegt sich gar nichts, ne? So wie es sein muss. Oder sein sollte. Ne? Also wenn ihr jetzt natürlich eine Waschmaschine habt, die jetzt anfangen würde zu tanzen, ne, dann, dann ist da was verkehrt. Ne? Also so darf es nicht sein. Ne? Und man sitzt auch an der Trommel, wenn man sitzt. Ja, so, zack. Auch ruhiger, ne? Wie vor uns habt ihr ja hier dieses Wanken und Schlappern hier gehabt. Ne? Das ist für die Maschine definitiv aufregender, wenn die dann halt mit dieser Matte arbeiten muss. Ne? So, sehen wir es jetzt auch nochmal hier im Kompletten. Angenehm, ne? Gut, also nochmal Zusammenfassung. Also ich würde diese Matte nur empfehlen an welche, die entweder ein akustisches Problem haben, die dann sagen, ich brauche es extrem leise. Die sagen, ich habe einen blöden Untergrund, wo irgendwelche Holzdielen oder was, oder der Boden allgemein schon immer im Wanken und Schwabbeln ist, ne? Weil alles, was unter der, sagen wir mal, unter dem Gummi ist, ne? Ist natürlich gedämpft. Ne? Alles, was unter dem Gummi ist, ist gedämpft. Und alles, was über dem Gummi ist, wo die Maschine dann quasi drauf steht, das wird sich immer bewegen. Ne? Drunter ist eine andere Sache. Drüber, Maschine, definitiv. Und wenn ich dann noch welche sehe, die dann einen Aufbau jetzt hätten, ne, das wäre ja dann noch beschissener. Ne? Also wie gesagt, ich will das Produkt oder die Erfindung nicht schlecht reden, nur warnen vor falschen Trugschlüssen, dass man dann sagt, die Matte ist schön und natürlich sieht es vielleicht nicht schlecht aus, wenn ihr unten so im Dunkeln, aber erstmal sammeln sich dort mit Sicherheit auch Bakterien und Pilze und Keime und was weiß ich nicht, wenn er mal irgendwas haben sollte, das kriegt er nie abgewischt, ne? Weil die Maschine sinkt ja ein in dem Gummi und dann liegt ja der Gummi quasi unten an der Maschine schon an. Ne? Oh, da hat man gleich noch einen Aspekt, ne? Wärme und Abluft und was weiß ich nicht. Ne? So kommt ja immerhin Wärme aus der Maschine oder kann ja unten immer noch zirkulieren. Ne? Was ja quasi, wenn ihr die Gummimatte drunter habt, ist, wie gesagt, die Maschine sinkt dann Teil ein und damit zirkuliert hier unten die Luft dann auch nicht mehr so gut. Ne? So, gut. Wie ihr seht ihr nichts. Alles easy, alles schön, so soll es sein. Akkurat, wunderbar. Ja, gut. Wartet mal kurz, ich zeige euch schon mal ganz fix die Matte, dass ihr die mal so sehen könnt, bevor ihr euch vielleicht eventuell holen solltet. Und dann seht ihr jetzt fix nochmal die Matte. Das ist die Matte, die drunter stand. Ne? Die ist, was weiß ich nicht, ich sage jetzt mal gute 2 cm dick. Hat ja auch ein Eigengewicht. Ne? Ist mit Sicherheit nicht schlecht. Und vor allem, sagen wir mal, für die Leute, die das produzieren und die Leute, die das machen, die das dann ja aus recyceltem Material wahrscheinlich herstellen oder was, ne? Die dann sagen, ey, wir tun ja der Umwelt noch was Gutes. Ne? Naja, erstmal bringt ihr ein extrem Eigengeruch mit, ne? Der dann wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile bestehen bleibt, bevor der verfliegt. Ne? Gut, naja, ich will jetzt auch nicht zu viel reden. Ich wünsche euch wie immer nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nice.